Radio 1. Nur für Erwachsene. Heute vor einem Jahr haben die Taliban wieder Kabul an sich gerissen und damit die Herrschaft über ganz Afghanistan. Die internationalen Truppen verließen übereilt das Land. 3/4 aller ausreisewilligen Ortskräfte, die die Bundeswehr in Afghanistan unterstützt hatten, sind inzwischen hier. Aber etwa 6.000 Ortskräfte und ihre Angehörigen warten immer noch auf ihre Ausreise. Nach massiver Kritik hat SPD-Innenministerin Nancy Faeser ihnen mit den Worten "Wir lassen sie nicht zurück" eine schnelle Ausreise zugesagt. Darüber hinaus sollen die 20 Jahre Bundeswehreinsatz am Hindukusch von einer Enquete-Kommission beleuchtet werden und ein Untersuchungsausschuss soll die letzten Monate des deutschen Afghanistan-Einsatzes in den Blick nehmen. Er soll vom Bundestag eingesetzt werden. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Morgen. Bekommt denn der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan nun endlich seine angemessene Aufklärung? Das steht zu hoffen, dafür ist der Untersuchungsausschuss da. Es geht um rund 6.000 Ortskräfte und Angehörige, die als solche anerkannt sind von der Bundesregierung. Das wurde ja eben auch von Marie-Agnes Strack-Zimmermann angesprochen, dass die noch zu holen sind. Das größere Problem nicht das neue Bundesaufnahmeprogramm, an dem Frau Faeser und Frau Baerbock gemeinsam arbeiten, ist, also wie man es genau machen will, sondern dass die raus dürfen. Das haben wir ja schon in dramatischen, schrecklichen Bildern gesehen in diesen Stunden heute vor einem Jahr. Damit ist eigentlich aber nur das kleinere Problem beschrieben. Pro Asyl zum Beispiel sagt, Leute, wer entscheidet eigentlich, wer eine gefährdete Ortskraft ist? Gelte das nicht zum Beispiel auch für Subunternehmer, Subunternehmerinnen? Und dann kann man den Bogen noch weiter spannen und sagen, wenn die Bundeswehr im Missionswerk westliche Werte irgendwo hingeht und sagt, wir implementieren jetzt das, wir machen Schule, wir machen Beruf für Frauen und für Mädchen möglich und wir kalkulieren keine Sekunde lang, erstens, was ist mit den Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, wenn das alles nicht funktioniert, also die Implementierung westlicher Werte in einem solchen Land eines Bundeswehreinsatzes. Und was ist mit der Kultur, die wir da schaffen, dem Vertrauen, das uns Menschen entgegenbringen, wenn anschließend die Taliban zurückkommen und sagen, interessiert uns nicht und wer mit den Deutschen zusammengearbeitet hat oder wer auch nur sich von ihren Werten hat charmieren lassen, der ist dran. Genau das hinterlassen wir jetzt und da wird zumindest erstmal der Untersuchungsausschuss kurzfristige Munition für den politischen Meinungskampf, für das Punktesammeln in Umfragen liefern, indem man sagen kann, ja klar, Heiko Maas hat geschlafen, die anderen Länder wussten es früher. Wieso war der Abzug der Bundeswehr so besonders saumäßig? Jetzt haben Sie gerade eine interessante Formulierung verwendet, die ja auch recht bekannt ist, die Implementierung westlicher Werte. Kann die denn überhaupt gelingen oder ist das, ja, sind das eigentlich nur Träume? Dann sind wir eben wirklich 20 Jahre zurück, als Bundeskanzler Gerhard Schröder damals nach 9/11 sagte, er verspricht den Amerikanern die uneingeschränkte Solidarität und deswegen kommt es zu einer Zeitenwende, damals auch erstmals ein Einsatz der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes und da waren alle dafür, da war zum Beispiel die FDP dafür, die heute das ja sehr kritisch aufarbeiten möchte, wie wir eben gehört haben, und da war auch die CDU-CSU dafür, Fraktionschef Friedrich Merz damals übrigens. Schröder hat es dann mit der Vertrauensfrage erzwungen, weswegen die Opposition dagegen gestimmt hat in der Sache, aber für diesen Einsatz war. Und alle diese Entscheidungen, die uns jetzt auf die Füße gefallen sind, sowohl den über 50 toten Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr, als aber auch den vielen Menschen, die wir auf Deutsch gesagt, im Stich gelassen haben, Flausen in den Kopf gesetzt und im Stich gelassen haben, die müssen beim nächsten Kampfeinsatz vorher beurteilt werden. Und dann muss man vielleicht sogar eine Analyse wagen, die damals vor 20 Jahren die grüne Abgeordnete Antje Vollmann, die gegen Schröder stimmen wollte, weswegen er dann die Vertrauensfrage gestellt hat, also das Parlament im Grunde erpresst hat. Was sie damals gesagt hatte, war im O-Ton, dass nach aller Erfahrung Terrorismus militärisch nicht besiegbar ist, sondern in der Regel durch militärische Aktionen eher an Zulauf gewinnt von neuen Generationen von Terroristen. Das, so Vollmann damals, ist meine größte Sorge. Wenn wir in diesen Untersuchungsausschüssen und Enquete-Kommissionen nicht so grundsätzlich ansetzen, dann werden wir es nächstes Mal nicht besser machen. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.